Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agent A, A Puzzle in Disguise. So, wir haben ja gerade den Code rausgefunden für die 3, die anscheinend irgendwo am Schreibtisch ist. Das heißt, da gehen wir jetzt mal hin und gucken, wo wir das eingeben können. Außerdem hatte ich zwischendurch was überlegt und zwar, vielleicht ist es mit dem Bunsenbrenner ja so, dass wir nur einmal kurz rausgehen mussten. Und in der Zeit verkocht quasi die Flüssigkeit, also dass wir nur ein bisschen Zeit vergehen lassen müssen. Insofern würde ich gerade nochmal gucken. Ah, sieht von hier aus nicht so aus. Nee, okay. Schade. Achso, oder doch? Nee, da will sie ihre Hand nicht reinstecken. Ja, na gut, dann brauchen wir wahrscheinlich doch noch irgendwie ein Feuerzeug oder so. Dann gehen wir erstmal weiter gucken. So, und zwar nach oben. Da kommen wir mit diesem gläsernen Fahrstuhl hin. Zoom. In die richtige Wohnung, wo wir uns natürlich auch noch nicht so mega umgeguckt haben. Ne? Also hier könnte durchaus noch was versteckt sein. So, dann schauen wir doch mal. Also hier auf dem Schreibtisch Kreuzfahrtschiff. Hier ist dieses Zeichen. Die Frage ist, wie machen wir das hier? Moment mal. Das Kätzchen hat hinter dem Regal einen Schalter gefunden. Ja, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ach, und da ist ein Kreuz und ein Bauplanstück. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Dann legen wir doch mal den Schalter um. Und, aha, da ist es ja auch. Na dann, ab rein mit der CD. Und, so, ich habe mir den Code hier aufgeschrieben. 9, 3, 7, 2, 4, 1... 4, 2, 4. Okay, vorher extra noch rausgesucht, wo ich den hingetan habe. Zweimal geöffnet. Ich glaube, ich brauche langsam wirklich irgendwie sowas wie ein, ich weiß auch nicht, ein Notizbuch spezifisch für die Let's Plays hier. Das ist ganz schön viel aufscribbeln. So, wir gehen mal wieder runter. Als erstes möchte ich nämlich gucken, was da bei diesem Ventilator ist. Das hat mich neugierig gemacht. Außerdem können wir dann auch gleich mal... Sollen wir erstmal das neue Stück einsetzen? Nö, kommt. Wir gehen erstmal hier hin. Und klick. Aha, jetzt ist da ein Übergang. Hoffentlich hält dem... Hoffentlich hält dieses Gerüst meinem Gewicht stand. Und wozu soll das bitte gut sein? Ja, das finden wir raus. Dreh mal. Klick, klick. Aha, ich muss ziehen. Okay. Okay, es geht nicht so mega einfach, aber... Oh oh, was passiert hier? Werden wir jetzt hochgeweht? Nein. Es dreht andersrum. Aha, das ist anscheinend der Rückwärtsgang. Fantastisch. Fantastisch? Aber was bringt das? Wo führt denn diese Lüftung hin? Da bin ich jetzt völlig verwirrt. Dass ich irgendwie dachte, wir kommen an einen neuen Ort oder so, aber anscheinend gar nicht. Ah, okay, und das hilft auch noch nicht so mega weiter. Ich muss mehr Bauteile finden. Ja, ja, das schaffen wir. Sollen wir das Peak dann schon mal einsetzen? Und dann müssten wir uns mal erinnern, wo denn die zweite Nummer 3 Tür war. Das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen vergessen. So, aber wir finden das schon. Wir gehen erstmal hier vor und setzen das Peak ein, das ein Kreuz ist. Hier drüben. So, Kreuz. Perfekt, jetzt muss ich den Rest finden. Einer der Schlüssel, die ich hineingesteckt habe. Irgendwie dachte ich, da würde tiefer reingehen. Na gut, so, 3. Hier unten war nichts. Hier im Fahrstuhl definitiv auch nicht. Das... Oh mein Gott. Aha, der Riesenventilator hat das Bauteil rausgeblasen. Ach so. Hier ist der. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ach, wahrscheinlich hätten wir das schon vorher finden können, ne? Dann hätte ich auch mich nicht so gewundert, was da jetzt für eine Lüftung ist. Na gut, egal. Wir haben es gefunden. Alles gut. Hier ist nur die 4. Wo war denn Sicherheitsfreigabe Stufe 3? War das hier an dem Dingens? Nee, hier, das ist schon offen. Das haben wir irgendwie gemacht. Hier haben wir die 2 eingegeben. Ach ja, hier brauchen wir noch den USB-Stick. Und hier rein sind wir auch schon. Oder war das hier oben?
Ich weiß das gerade gar nicht mehr, wo die andere Stufe 3 war, ehrlich gesagt. Na komm. Geh mal nach ganz oben. Nicht nach unten schauen, Agent A. Nicht nach unten schauen. Ja, wir kriegen das hin. Hier war das, wo wir Klebeband brauchen. Oder irgendwie sowas. Okay, gut. War hier oben also nichts weiter. Boah, das hätte ich nochmal nachgucken sollen, ne? Ich brauche wirklich dieses Notizbuch, Leute, glaube ich. So langsam. Aber wir haben ja auch noch ein Bauplanteil gefunden. Das können wir auch erstmal einsetzen. Hier war aber auch nichts, oder? Moment, hier in der 2. Das hier ist 4. Das hier unten ist nichts. Da fehlt einfach irgendwie eine Batterie oder so. Oder war das hier? Moment, ich fahre mal einmal runter. In die minus 1 konnten wir schon. Ah ja, hier war Sicherheitsfragestufe. Das wusste ich natürlich von Anfang an. Dachte ich mir gleich, dass es hier ist. Klick. Dann gucken wir doch mal. Oh. Na super, ich glaube, die Tür klemmt. Uff, ich scheine ein Talent fürs Kaputtmachen zu haben. Müssen wir hier ein Zahnrad finden oder so? Na toll, das hat uns ja. Ach, aber guck mal. Wir können uns das Bauteil snitchen schnell. Okay, dann haben wir jetzt zwei neue Bauteile. Mit denen können wir ja erstmal zurück zum Plan. Und dann wird sich das schon irgendwie ergeben. Mal gucken. Wahrscheinlich kriegen wir Sicherheitsfreigabestufe 4. Und da erinnere ich mich zumindest noch, wo die ist. Ey, nein, da wollte ich überhaupt nicht hin. Ich möchte bitte weiter zurück. Noch weiter zurück. Und noch weiter zurück. So, und dann einmal hier hin. So. Ah ja, das sieht doch gut aus. Stufe 4. Okay, ich schreibe es mir mal auf. Hier auf mein viel zu überfülltes Blatt. 3. Nee, stimmt gar nicht. 8, 3, 4, 4. Ein schreibender Stift wäre auch mal gut. 6, 3, 0, 8, 7, 0. Hoffentlich kann ich das gleich noch lesen, aber das wird schon. So, dann gehen wir mal raus und geben das ein. Ab wieder durch den Kriechtunnel. Hier hindurch. Da hindurch. Den ganzen weiten Weg bis nach oben. So, hier entlang. Und hier entlang. Und oh! Was ist denn jetzt los? Ruby bekommt ein Paket. Ruby ist unterwegs, um sich ihre Ausrüstung zu holen. Das ist meine Chance, mich in ihr Versteck zu schleichen. Aha! Oh, ins Versteck schleichen. Okay. Was ist das hier eigentlich? Warum hat dieser Ast Streifen? Ein alter Baumstumpf. Okay, mega verdächtig, aber anscheinend noch nicht dran. Wir machen jetzt erstmal das, wozu wir hergekommen sind. CD rein. Laden, laden, laden. So, und wir, ich kann das jetzt nicht mehr lesen. Also, 8, 3, 1 oder 4. Ich glaube 4. Dann 6, 3, 0, 8, 7, 0. Okay, 8, 7, 0. Komm schon. Yes! Erfolg! 2 geöffnet. Okay. Wir holen unsere CD wieder raus. Und als erstes möchte ich gerne zu dem Schießstand. Das sieht doch gut aus. So, wo war der denn? Hier drin? Ich glaube. Ja, hier drin. Come on, lass uns eine Melone abballern. Auf geht's. Ach so. Ach. Ach, so läuft es. Das ist gar nicht hierfür. Ich dachte, es wäre hierfür. Keine Munition. Ach, hier müssen wir einfach nur Munition finden. Und das hier ist das. Okay. Damit habe ich ja mal gar nicht gerechnet. Aber alles klar. Dann ist dem wohl so. So, dann gehen wir doch einmal zu ihrem Versteck. Kommen wir da einfach hier durch? Kann ich hier dieses Gitter irgendwie eintreten?
ob sich auch um Spybuy-Verkaufskanal einkauft. Ja, bestimmt, haben wir ja schon gesehen, dass sie da einkauft. Die Haie sind riesig und gut genährt. Hilfe. Okay, wir kommen da aber einfach so nicht rein. Alles klar. Dann müssen wir wohl erstmal weiter. Ich bin so überrascht, dass das da nur die... Ja, nur die 5 geöffnet hat quasi. Aber ist ja auch gut, ne? Wir brauchen ja auch die 5. So, dann gucken wir doch mal hier. Wehe, die Tür klemmt auch. Ach so, hier hinter ist Rubys Versteck. Ah, ist okay. Ja, dann sind wir da automatisch hingekommen. Rubys Versteck, was ich hier wohl alles anrichten kann. Erfolg, Mission geschafft. So, erstmal die Pflanze angucken. Pflanzen sind immer verdächtig. Ach, sieh sich mal einer die beiden an, ob die Freunde sind. Meint sie die Haie? Bestimmt. Es gibt bestimmt schönere Stellen zum Baden. Ja, ich finde, sie hätte hier wenigstens mal ein bisschen Sand ausstreuen, so eine Pflanze, vielleicht noch so ein kleines U-Boot. Also Aquarium-Deko, 1 von 5 Sternen. Auf jeden Fall. Das sieht doch nicht schön aus. So, wir gehen mal an den Tisch. Ich muss einen Weg nach oben finden. Vielleicht hier bei diesem auffälligen Felsen? Klick. Aha. Warum muss auch alles bei dir versteckt sein? Selbst die Treppe zum Schreibtisch. Ach, und guckt mal, hier ist irgendwas. Aha, abgeschlossen. Ja, ist verschlossen. Ich drück mal irgendwas. Licht an. Licht aus. Ah, okay, das sind die 3 Knöpfe. Der Bildschirm, der Monitor und das Licht. Ach, und hier brauchen wir auch diesen blöden USB-Stick. Ach, was passiert denn, wenn wir Passwort vergessen? Kätzchens Name, das hätte ich mir ja denken können. Wie heißt denn die Katze? Moment, da müssen wir nochmal nach oben. Das steht bestimmt irgendwie auf ihrem Fressnapf oder so. Kommen wir hier noch rüber? Kann ich hier... Ah ja, was ist hier? Okay, noch mehr Pflanzen. Ah, das muss aus dem Herbstkatalog von Spybuy stammen. Ach, sie kauft noch im Herbstkatalog. Das ist ja voll Last Season. Huch! Na hoppla, der alte Trick mit dem versteckten Hohlraum hinterm Kamin, was? Ja, man kennt es ja, ne? Und oh, Feuerzeug und ein Karo, sehr gut. Und das Feuerzeug brauchen wir für den Bunsenbrenner. Ach, und der Schlüssel ist dann bestimmt für für die Schublade im Schreibtisch. So, was sagt sie? Ich würde mein linkes Bein dafür geben, mich jetzt hinsetzen zu können. Aber ich sollte in der Nähe dieser großen Fische lieber keine solche Scherze machen. Ja, ist besser. So, okay. Dann holen wir uns doch mal den Schlüssel. Wir gehen einmal zurück. Einmal nach oben. Angenehme Fahrstuhlmusik. Du, du, du. Wir setzen hier zwischendurch mal den Karo-Schlüssel ein, wo wir schon mal da sind. Ne? Nein, das war die falsche Seite. Diese Seite hier. Und klick. Karo, der Schlüssel zum Erfolg. So, es fehlen noch 2 Schlüssel. Das ist ja kein Problem für uns, Superagent. So, und wir können endlich mal den Bunsenbrenner anzünden. Überall die modernste Technik, aber der Bunsenbrenner kann sich nicht mal selbst anzünden. Es werde Licht. Ich bin auch wirklich ein grandioser Geheimagent. Ja, ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Ach, ich liebe es, wenn frischer Schleim mir einen Schlüssel schenkt. Irgendwas Schlimmes passiert. Nee, ist alles gut. Alles geklappt. Laborschlüssel, okay. Das Regal ist runtergekommen. Diese Knöpfe sind für nichts. Oder hatten wir das schon? Bin ich gerade unsicher. So, auf jeden Fall, ne? Modernste Technik überall. Aber dann kann der Bunsenbrenner sich nicht selber anzünden. Das kann der... Sogar bei mir früher in der Schule konnte der das. Und Schulen sind jetzt wirklich nicht dafür bekannt. Achso, komme ich nicht mal mit meinem Super-Spion-Bizeps auf. Naja, wenn nicht mal der Super-Spion-Bizeps da was schafft, dann ist es kritisch, ne? So, gucken wir doch mal, ob der hier passt. Ich hoffe es, obwohl... Der ist golden, ne? Und das Schloss ist gar nicht golden. Ach, aber passt doch. Okay, ich war schon sorgenvoll. Und wir haben Klebeband für diese Antenne. Was haben wir hier? Spybuy. Ah, die Kontonummer. Okay. Kontonummer ist 326613. Habe ich mir aufgeschrieben.
zwei Nunchakus für 250, ein Nachtsichtgerät für 889, eine Hakenkanone für 1100, dreimal extra leise Turnschuhe für 125 und ein Schuhtelefon XL für 2436 macht 5300 €. Susu, okay. Alles klar, was machen wir denn dann als erstes? Gucken wir mal nach dem Namen von dem Kätzchen. Oder wollen wir erstmal shoppen gehen? Kommen wir hier eigentlich noch an das Kätzchen? Nö. Okay. Na gut, hätte ja sein können. Dann fahren wir erstmal wieder hoch. So, was machen wir zuerst? Zuerst gehen wir mal nach oben und kleben diese Antenne fest. Mal gucken, was das bringt. So, ab nach hier hinten, ab nach hier oben. Nur ein ganz kleiner Umweg. Was für ein großartiger alter Fernmeldeturm. Ja, der ist Tofte. So, wir klettern hoch, ganz langsam und gemächlich. Ich bin der König der Welt. Auf jeden Fall. Klebeband, was kann man damit zusammenkleben? Aha, es gibt doch nichts, was man nicht mit ein bisschen Klebeband reparieren kann. Ja, ganz meine Rede, finde ich auch. So, dann gucken wir doch mal, ob diese Anzeige unten jetzt dreimal Heile zeigt. Und was das bringt. So, zeig her. Hier. Repariert. Außer Betrieb. Probleme 1 von 2. Ah ne, das haben wir gefixt. Ach, aber beim Kabel gibt es noch ein Problem? Wo gab es denn beim Kabel ein Problem? Da muss ich nochmal gucken. So, ne, geh da nochmal hin. Geh mal hier durch die Tür. Ach, weil kein Strom ist wahrscheinlich, ne? Oder ist das Kabel hier irgendwo kaputt? Nö, das Kabel sieht doch eigentlich heile aus. Am Kabel habe ich nichts gesehen. Ne, es muss der Strom sein wahrscheinlich. Aber immerhin, 1 von 2 Problemen gelöst. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Als nächstes würde ich dann gerne shoppen gehen. Und zwar am liebsten auf das Konto meiner Erzfeindin. So, wir gehen mal zurück. Und noch weiter zurück. Und noch weiter zurück. Noch ein Stück. Hier in den gläsernen Fahrstuhl. Und da können wir auch nochmal nach der Katze gucken, ne? So. Wo wir schon mal hier oben sind. War hier denn irgendwo ein Fressnapf? Erinnert ihr euch? So, wir gehen hier lang. Hier lang. So, wir können jetzt hier erstmal, genau, erstmal das mit dem Telefon. So. Na, Hörer? Nimm doch mal den Hörer ab. Ach so, wir müssen nochmal anrufen. Ach shit, ich weiß die Nummer gar nicht mehr. Es ist bestimmt eine dieser vielen Zahlen, die hier stehen. Aber ich weiß nicht mehr welche. Es tut mir sehr leid, Leute. Wir müssen nochmal nachgucken gehen. Aber wir können ja vielleicht schon mal rausfinden, wie die Katze heißt. Dann war der Trip nicht ganz umsonst. So, Onyx heißt die Katze. Okay, das schreibe ich mir auch auf. Onyx. Alles klar. Dann haben wir zumindest das Passwort rausgefunden. Boah, das ist mir echt unangenehm, dass ich mir das hier nicht so aufgeschrieben habe, dass ich die Nummer nochmal rufen könnte. Achso, hier wollte ich überhaupt nicht hin. So, hier entlang. Hier runter. Oder hoch. Niemand weiß es. So, und dann, was machen wir als erstes? Als erstes, das war doch hier in dem Raum mit dem Shoppingkanal, oder? Moment, ich klicke mal hier nochmal um. Ich bin mir ziemlich sicher, ja, das war hier. Okay, die weltbeste tragbare Festplatte. Rufen Sie an, aber wo? Sag mir nochmal die Nummer. Spy by Direct. Okay, 555-7235. Okay, hab's mir aufgeschrieben. Und ich sehe die Nummer hier tatsächlich. Ich habe hier zu viel Chaos. Ich muss euch gestehen, ich habe hier einfach nur ein großes Blatt, wo ich alles aufgeschrieben habe. Und es ist ein heilloses Chaos. So. Alles klar, dann sollen wir erstmal... Ja, wir hacken jetzt erstmal ihren Computer, oder? Verdient. So. Einmal in die -1. Und dann gehen wir nochmal hoch und kaufen hier in ihrem Namen irgendwelche Gadgets. So, Tür geht auf. Und hoch zum Computer. Und hierhin. So, und das richtige Passwort ist Onyx. Ding. Yes, sehr gut.
Oh, Posteingang. Okay, was haben wir hier? WG, lustiges Katzenvideo. Okay, dann Antwort von der Poolreinigung. Hallo, Miss LaRouche, wie sieht Ihr Pool aus? Bestellbestätigung, Ihr neues Nunchaku ist unterwegs. Ja, da haben wir ja die Rechnung gesehen. Dann haben wir hier Spam, I Spy Schätzchen. Sind Sie auf der Suche nach einem super sexy Geheimagenten als Mann? Wer weiß, ne? Operation Chaos, Missionsupdate. Okay, das lesen wir doch mal. Heute wurde Agent B eine Falle gestellt. In einer Missionsausrüstung findest du die perfekte Verkleidung. Agent B ist schwach. Ziehen Sie mit deiner Überredungskunst auf unsere Seite. Wenn sie nicht bereit ist, sich Havoc anzuschließen, weißt du, was du zu tun hast. Oh oh. Denk daran, Ruby, ich bin dein neuer Kommandant und das ist meine Operation. Du erhältst weitere Informationen in Phase 2. Codename Diamantring, sobald du mit Agent B fertig bist. Warte erst einmal ab. Deine Missionsausrüstung wird in Kürze eintreffen. Wir sprechen uns wieder, wenn es Zeit ist, zu verschwinden. Dein neuer Einsatzchef, Erwin Disguise. Ich wusste es. Deswegen, ich fasse es nicht, dass der Boss ein Doppelagent ist. Er hat mir eine Falle gestellt. Ja, oh mein Gott, er wusste, dass wir ihn dann rächen würden. Und deswegen konnte sie auch all die Agenten ausschalten, weil er die Insider-Infos hatte. Er wusste Bescheid. Das ist ein böses Spiel. Aber ich habe schon ein bisschen damit gerechnet, muss ich sagen. So viele Charaktere gibt es ja auch nicht, to be fair. Aber ja, dass er gar nicht wirklich... Aber ich dachte ehrlich gesagt, er wäre gar nicht wirklich tot und kommt uns irgendwann zur Rettung. Und nicht, er wäre gar nicht wirklich tot und ist in Wahrheit böse. So. Das kommt schon überraschend. Jetzt bestellen wir endlich mal hier diesen USB-Stick. Und dann haben wir auch schon zwei Orte, wo wir den einsetzen können. Ne? Einmal an Rubys Computer und einmal da an dem Sendeturm. So, wir gehen mal hier zum Telefon. Ja, stellen nochmal auf laut. So, es war 555-7235. Welcome to SpyBuy. For all your spy gadget needs, press 1 to order nunchucks. Press 2 to order shoe phone. Press 3 to order portable. So, wir haben ja alles andere schon ausprobiert, ne? We're sorry. Ja, that item geht you nicht. Requested is out of store. Na gut, dann nehmen wir halt das, was to place wir brauchen. An order, please enter your account number. Ja, gar kein Problem. 326613. Congratulations! Your item will be there in a jiffy. Thank you for shopping with SpyBuy. Ja, gerne gemacht. Ach, und sie sind schon da. Ha, unglaublich, dass es funktioniert hat. Erinnert mich an ein Puzzlespiel, das ich mal auf meinem alten 486er gespielt habe. Was? Ein Puzzlespiel? Das bezweifle ich. So, mal gucken. Steht es hier vor der Tür? Unter der Fußmatte? Wo ist es denn? Hallo? Ach, hier war ja der Briefkasten, ne? Ah, hier im Briefkasten, natürlich. Ja, meine Bestellung ist gekommen. Tragbare Festplatte. Wunderbar. Na dann nichts wie zurück hinein. Und ich weiß auch nicht, wo sollen wir es als erstes anwenden? Ach, wir waren jetzt so oft bei Rubys Computer. Ich würde sagen, wir probieren es da als erstes, oder? Warum nicht? Die Frage ist jetzt natürlich... Wenn der Typ, der unsere Agentenstation leitet, halt böse ist in Wahrheit und gar nicht... Wer leitet dann jetzt als nächstes die Agentenstation? Müssen Agent A und Agent B ihre eigene neue aufbauen, neue Agenten trainieren und ja, dann quasi erstmal solo das Böse aufhalten? Niemand weiß es. So, hier ist der USB-Stecker. Da stecken wir den doch mal rein. Und der geht aber ganz schön tief rein. Die tragbare Flashplatte ist angeschlossen. Ja, und nu? Ja. Ja. Ah! Agent B steckt in Schwierigkeiten. Ich muss sie vor Rubys Mission warnen. Herunterladen. Okay, das machen wir doch gerne. Fertig. Sehr gut. Und wir haben den natürlich... wie... Nun, wir haben alles wieder eingeklappt. Wir haben ihn natürlich vorbildlich ausgeworfen dann, bevor wir ihn einfach
rausgezogen haben. So, und jetzt müssen wir die Warnung an Agent B funken. Ach, deswegen ist der andere Steckplatz am Funkturm. Okay, ich habe verstanden. Das ergibt natürlich Sinn. Das Problem ist, der Funkturm funktioniert doch noch gar nicht. Da haben wir doch noch dieses Batterieproblem. So, wir gehen mal hier hin. Gehen mal hier hoch. Und wir haben auch keine neue Blaupause gefunden, ne? Ach so, hier oben müssen wir das ja gar nicht einstecken. Ach doch, guck mal. Da hat es gerade ein bisschen gebritzelt in der Leitung. Aber ich wette, das liegt einfach hier dran, dass wir das... Ne, wobei, das war ja fürs Tor. Wir müssen irgendwas an dem Kabel machen. Wir stecken erstmal... Kommt, wir stecken den erstmal hier rein. Tragbare Festplatte. Klick. Nachricht wird geladen. Senden. Übertragungsfehler. Ah, okay. Wir müssen also irgendwie hier das Kabel reparieren. Ja, geh da mal hin. Na komm, geh da hoch. Braver Agent. So, ein Kabel. Ja, haha, aber was ist denn mit dem Kabel? Ach, hier! Also ehrlich, Ruby, muss ich denn hier alles reparieren? Ui, das wäre mir nie aufgefallen. Okay, cool, aber wir haben es gefunden. Easy peasy, dann sind wir ja jetzt bereit. So, und können hoffentlich die Nachricht senden. 2 von 2 Problemen behoben, in Betrieb. Na dann, auf geht's. Kalibrierung. Es funktioniert, der Radar springt an. Ich hoffe, er explodiert nicht gleich. Übertragung. Hoffentlich hat Agent B diese Frequenz überwacht. Sie schwebt in höchster Gefahr. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben eine Nachricht gefunkt. Die Frage ist ein bisschen... Was machen wir denn dann jetzt? Huch! Ah, oh. Okay, ein Video angucken. Oh, geh nicht kaputt, bitte. Nein! Eingehend. Agent LaRouge, it's time. Good. See, you've received your mission supplies. Assemble them and get prepared. It's time to capture Agent B. Yes, sir. We'll be there to extract you soon. Rendezvous via your mini submarine and don't surface so we remain undetected. Of course. Oh, welches Mini-U-Boot? Okay, wir müssen als nächstes Rubys U-Boot finden. Zeit, die Sache zu beenden. Ruby muss aufgehalten werden. Kapitel 5. Der letzte Schlag. Was ist das denn für ein Geräusch? Oh, unser Raketenrucksack. Oh, oh. Oh, uff, das war viel zu knapp. Meine Augenbrauen sind gerade erst nachgewachsen. Okay, das Radar hat definitiv schon bessere Tage gesehen. Ja, aber dann haben wir jetzt einen neuen Anhaltspunkt, wo wir untersuchen können, das komplette Chaos. Und das machen wir dann in der nächsten Folge von Agent A, A Puzzle in Disguise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und damit bis dann.